Boah, ich hatte Biss. Ich muss nicht aufhören. Was ist das denn? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal unterwegs mit Fabi. Moin moin. Ja, heute wollen wir es mal versuchen, den großen Hechten nachzugehen. Es ist momentan noch echt zäh, das Wasser ist ultra klar und richtig, richtig kalt noch. Wir haben zwar jetzt Mai, die Saison ist eröffnet. Ja, mal schauen, heute versuchen wir an den tiefen Kanten mal und steil abfallenden Kanten mal ein paar nice Pikes zu fangen. Und wir hoffen heute, der Meter geht ans Band und wir können ihn für euch filmen. Oder was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Also was uns aufgefallen ist, wir haben zwei Beichzeiten. Eine vormittags, eine nachmittags. Und die Durchschnittsgröße momentan lässt echt noch, also hat echt noch Wachstumspotenzial. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, irgendwann kommt der Tag, da kommen auch die großen Dinge. Und hoffentlich ist das heute soweit, ne? Ja, hoffen wir es. Und wir melden uns, wenn wir am Spot sind. Boah, ich hatte einen Biss. Nee? Doch. Jetzt möchte ich euch meinen Köder vorstellen, mit dem ich jetzt fischen werde. Das ist von Daiwa, der Duckfin Shad. Ja, der hat die Tage jetzt auch schon geliefert. Also man sieht auch keine Augen mehr. Und ja, wenn man sich den mal so richtig zurechtbiegt, man sieht halt überall auch schon Einschnitte von den Hechtzähnen. Ja, jetzt will ich auch mal meinen Köder zeigen. Ich habe den Hostage Valley Lures dran. In so einer Barsch-Variante. Eigentlich recht nice, weil das Wasser, wie gesagt, ist halt richtig klar. Und da kamen jetzt die beiden Bisse auch schon. Der ist auch schon ein bisschen zerhackt, aber ich denke mal, die waren nur hinten auf dem Schwanz. Ja, ich fische den mit 20 Gramm, weil der ist schon recht schwer und wir fischen ja die Kante runter. Und kurbel dann recht schnell immer an, dann lasse ich ihn wieder absinken und meist mögen das die Hechte besonders gern und knallen dann halt drauf, wenn der Köder langsamer wird oder absinkt. Und das sind richtig fette Bisse momentan. Also wie gesagt, heute Morgen nicht so heftig, aber sonst haben die immer komplett inhaliert. Ja, ja, yeah, 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 yeah. 4 Minuten noch. Und dann? Deine Spice-Zeit. Kannst die Uhr nachstellen. Dann hast du ein Fenster von 10 Minuten. So Leute, endlich jetzt. Nach wirklich 10 Stunden Angeln, der erste Fisch drauf. Der erste fucking Fisch. Ich glaube es nicht. Und das scheint kein schlechter zu sein. Ist nicht gut. Ja, aber harte Nummer gewesen bis jetzt. Oh! Scheiße, ich muss nicht aufhören. Wow, was ist das denn? Oh! Scheiße! Fuck! Puh. Shit! Oh man! Alter! Mir fehlen die Worte! Mir fehlen die Worte! Hat mal gemessen, mein PB, richtig heftiges Teil, 1,21 Meter. Ich zeig ihn euch jetzt mal. Ist das eine Maschine auf den Hostage Valley Lures? Guckt ihn euch an. Da guckt er noch ein bisschen raus. Ist das ein Vieh? Ja! Wie shit, was war das? Dafür kann man schon mal bluten. Hat mich einmal leider erwischt, aber das ist mein geworfener PB. 1,21 Meter. Was für eine fette Keule, ey. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nice geworden. Ich bin happy. So, ich wollte euch jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, wie der Fisch gekommen ist. Leier ich den Köder immer, das kann Fabi euch gleich nochmal zeigen. Ich werde es einmal abfilmen. Dann lassen wir immer kurz oder bauen wir kurze Stops ein, aber versuchen halt nicht den Köder komplett stehen zu lassen, sondern ganz langsam weiter zu kurbeln, dass der Kontakt vom Köder immer halt bestehen bleibt. Ja, und so war es eben auch. Ich habe ihn langsam eingeleiert, wollte eigentlich gerade wieder schneller einleiern
und auf einmal stand er wie ein Brett in der Route. Ich freue mich extrem, so kann die Saison auf jeden Fall gut beginnen. Ja, wie Tom eben schon meinte, will ich euch nun einmal zeigen, wie wir immer einholen. Und zwar einmal mit Blick auf die Rolle, wir kurbeln erst immer ganz normal eine Geschwindigkeit. Und wenn wir denken, es ist Zeit, dann verlangsamen wir die Geschwindigkeit, so dass die Schnur aber immer noch straff ist. Das heißt, wenn du einen Biss bekommst, kriegst du ihn auch immer gleich mit. When the sun rises, when the sun... So Leute, ich hab's gesagt zu Fabi zum Anfang, wenn ich einen PB heute fange, dann gehe ich ins Wasser. Leider ist das jetzt passiert. Was heißt leider? Es ist gut für mich. Aber ich halte auf jeden Fall meine Schulden und ich werde jetzt baden gehen. Fuck. Shit. Jetzt bin ich wach. So Leute, damit würde ich sagen, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da für das Video. Nächstes Mal muss Fabi ins Wasser gehen, wenn er ein PB fängt. Bis nächstes Mal.